ist ein sehr starker Gegner, für viele der Top-Favorit für den Aufstieg, was ich auch so sehe. Ich glaube, dass sie sich gefangen haben, dass der Trainerwechsel schon was bewirkt hat. Natürlich glaube ich, dass sich Ingolstadt das sicherlich anders vorgestellt hat, in die Saison zu starten, als so, wie es jetzt gerade ist. Ändert ja trotzdem nichts daran, dass sie vom Personal her überragende Spieler in der Mannschaft haben, auch viele halten konnten, auch vom letzten Jahr. Und für uns ist es wie in jedem Spiel. Wir wollen uns gut präsentieren, wir wollen unser Spiel versuchen durchzubringen, auch wenn es sehr schwer wird. Wir wollen uns da nicht verstecken, wir wollen da schon versuchen, das Spiel zu gewinnen, wie wir es immer machen. Aber es wird nicht ganz einfach und wir werden sicherlich da auch die letzten Körner, die da noch drin sind, nach der englischen Woche jetzt auch rausholen müssen und Vollgas geben müssen von der ersten bis zur letzten Minute. Weil schenken tun die uns da nichts. Ja, ist natürlich eine komplette Umstellung, auch ein ganz anderer Spielstil dann auch in der zweiten Liga. Und wahrscheinlich hat da Ingolstadt bisher ein bisschen länger gebraucht, sich darauf einzustellen als wir. Es ist nicht einfach, in dieser Liga zu spielen. Man sieht ja auch Woche für Woche anhand der Ergebnisse, dass immer mal wieder eine Mannschaft, wo man sagt, oh, die ist aber Favorit, dass die verliert. Wir haben mit Kiel eine Mannschaft oben, wo die sind aufgestiegen und sind jetzt, mischen da jetzt oben mit. Wir haben gerade mal 8 Spieltage um und das hat noch gar nichts zu bedeuten, wer da oben steht oder wer da unten steht. Es gibt nur so viele Spiele und jede Woche ist ein harter Kampf. Du kannst gegen jede Mannschaft gewinnen in der Liga, du kannst aber auch gegen jede Mannschaft verlieren. Das macht die Liga auch ein bisschen reizvoll. Aber dass man als Darmstadt 98, Ingolstadt, Union Berlin oder wie die ganzen Favoriten der Experten so heißen, einfach so durch diese Liga marschiert, das wird nicht passieren. Erstmal, dass wir die wichtigen Tugenden auf den Platz bringen, dass wir alle einen Schritt mehr machen wieder als der Gegner und dann auch in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen treffen.